Woher kommt das wohl? Dann mal los. Yeah, perfekter Start. Ist noch provoziert. Skinny Man bei EA Tracks. Ein neuer Track, den manche vielleicht schon kennen. Der wahrscheinlich auch, zu höchstwahrscheinlich auch, der natürlich schon lief. Ich merke mir sowas nicht. Außer bei einem Block, da bin ich mir zu 100% sicher, dass es schon mal kam. Da musste ich eben mal husten. Kommt auch mal vor. So, die Kurve sieht etwas interessanter. Hab ich mir Zeit verloren und ich fahre einfach mal in der Mitte durch. Wie eben schon bei der Verfolgungsjagd. Sollte man zwar nicht so sehr machen, weil diese Gitterstäbe unglaublich viel, unglaublich stark bremsen, aber was soll's, ja. Da waren die gerade kurz davor, mal wieder in Führung zu gehen und wurde dann auch wieder ausgebremst. Okay, das war jetzt eigene Dummheit. Es ist natürlich immer noch genug Zeit, um aufzuholen, um wieder diesen ersten Platz zu belegen. Allerdings frage ich mich, wie das noch gehen wird. Zumal es nicht mehr viele Kurven und Gelegenheiten gibt. Okay, das war jetzt sehr interessant. Wir sind mittlerweile auf dem letzten Platz, nur noch 20%. Okay, hier geht es relativ gut. Nein! Ich glaube, das war's mit dem Rennen. Ja. Das war's. Das war's eigentlich schon. Ah, dann fangen wir mal neu an. Starten wir es einfach mal neu, das Rennen. Schade eigentlich. Hätte so wunderbar klappen können, aber nein, natürlich nicht. Wurden lieber eben wieder überholt, ist aber kein Problem. So, das passiert ja häufiger im Rennen. Boah, das ist aber ziemlich knapp gewesen, gerade mit dem Auto. Und diesmal haben wir die Kurve besser genommen und diesmal fahren wir auch außen rum anstatt mittendrin durch. Das erspart uns ein wenig Zeit. Vielleicht können wir wieder überholen von dem. Nein! Schon wieder! Ausweichen kann ich in so einer Situation einfach nur ziemlich schlecht. Aber wir zum Nitro wieder raushauen, mal gucken, ob ich dann noch irgendwie einholen kann. Der sollte nicht so viele Laternen mitnehmen. Bei mir bedeutet das sofort wieder ein Geschwindigkeitsverlust. Okay, da konnten wir einholen. Und wenn ich jetzt dran bleibe, dann kann ich auch gewinnen. Wird es relativ einleuchtend. Wir fahren wieder durch die Mitte, das ist die schönste Strecke. Außerdem auch noch eine kleine Abkürzung dazu noch. Und gewonnen, da ist der Sieg. Wieder mit 5000er Prämie. Ist schon einiges, was man immer kriegt. Und was ich schon mal sagen will, wenn du später Geldmangel hast, während deiner späteren Blacklist, dann kannst du auch in frühere Blacklists mal reingehen. Wie hier zum Beispiel einfach so, Sonny-Test. Und kannst die Rennen, die du noch nicht gemacht hast, nochmal fahren. Und da kriegst du nochmal die ganze Geldprämie. Ist relativ hilfreich. Und ich muss noch mal sagen, wir fahren sogar noch ein Rennen. Fahren wir doch mal das.
Eine schöne alte Strecke. Gut bekannt. Die Kurve nehmen wir natürlich auch wieder gut. Wer fährt denn diesmal wieder mit? Black Lock und Red Line und Glitzo. Glitzo fahren auch mit Heidel. Heidel natürlich trotzdem noch mal viel bessere Name. Ja. Da musste er tatsächlich nochmal wieder ausweichen. Da Bots das ja nicht sehr gut können, geht das natürlich mal wieder in die Hose. Und wir konnten uns vor Redline an die Führung setzen. In der Zwischenzeit ist auch verlautbart auch schon eine gute Zeit, eine gute Führung, die wir beibehalten wollen. Ist schon wieder hinten reingefahren. Mann, wieso kann ich mal still und ruhig irgendwie mal sich einen Kilometer hinter mir einordnen? So. Wir konnten dann wieder gemeistert hier diese Situation. Wenn zwei sich streiten, dann freut sich bekanntlich der Dritte. Und das hat man eben gesehen. Zwei Leute haben sich bei einem Auto aufgeregt und ich bin einfach mal vorbeigefahren. Ach ja. Need for Speed KI. In guten alten Jahren. Mit den besten Spielen der Reihe. Underground 2 Most Wanted, die unwillkürlichsten, beziehungsweise willkürlichsten und die unberechenbarsten KIs der gesamten Need for Speed Reihe. So wie ich das kann natürlich kennen, es sind ja davor noch einige andere Need for Speed, also schon ein paar. Zum Beispiel der erste Hot Pursuit. Da kam ja auch die Nachfolge raus vor ein paar Jahren. Ja. Momentan sieht es noch ganz gut aus. Obwohl uns im Nacken jemand sitzt. Und ich würde sagen, das nächste Mal fahren wir sogar mal. Versuchen wir mal, hier reinzufahren. Und tatsächlich hat uns das einiges gebracht diesmal. Hätte ich kaum geglaubt, dass das wirklich so viel bringen würde. Aber das tatsächlich hat es hier auch was gebracht. Deshalb kann man das einfach mal so lassen. Einfach mal wieder da durchfahren, das nächste Mal auch. Aber man hat schon diese Laternen gesehen, wenn man dagegen fährt, war das, was ist es dann gelaufen. Weil dann das Auto natürlich voll abbremst, weil das Ding ist natürlich aus Titan und hat einen, ja, ein Stahlbetonfundament, wo das richtig schön drin fest verankert ist. Das kann nichts rausreißen. Das kannst du mit einem, keine Ahnung. Auf jeden Fall kannst du es rausreißen. So, das war jetzt ein bisschen blöd. Hat ein bisschen Zeit gekostet. Da ich allerdings schon so eine riesen Führung habe, so einen riesen Vorsprung. Dank meiner Skillmanöver. Können die wir eigentlich momentan nicht mehr viel anhaben, wenn ich keinen großen Fehler mache. Hier fahren wir natürlich wieder durch. Und diesmal ohne die Wand zu berühren, ein Tagesrekord. Schön. Dann kommen wir gleich wieder an die Stelle, wo wir so richtig schön viel Zeit gut machen können. Einfach hier reinfahren. Wir sind schön geradeaus durchfahren. Oh. Die anderen kamen dann doch relativ gut voran hier. Das habe ich so nicht geplant. Oh Mist. Das wird jetzt definitiv interessant werden.
Der überholt jetzt, ganz versucht zu überholen links. Hat es auch geschafft. Mit seiner hässlichen Karotte auf dem Dreckseil. Ugh. Du hast wie im fetten Rennen gegen mich. Yeah. Okay, 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 okay. Wir haben gewonnen. Natürlich war wieder klar, ganz logisch. Hör zu, die Leute reden. Ich weiß, dass es nicht stimmt, aber sie sagen, du arbeitest für die Cops. Beweise ihnen das Gegenteil. Ich kümmere mich um die Schwätzer. Genau, kümmere dich mal um die Schwätzer. So, währenddem wir Rennen fahren oder vor der Polizei flüchten, wird Rock erstmal ein paar Leute verprügeln. Oder keine Ahnung was er macht, bestechen wird er die bestimmt nicht. Die Leute reden, ja. Das weiß ich auch, das wusste ich auch schon, dass Leute reden können. Ist im Prinzip auch nichts Neues. Okay, wir gehen zurück in den Unterschlupf. Und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich jetzt auch mal von euch. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Nochmal ein kleiner Hinweis. Auf Facebook meine Seite liken, die heißt Heidel. Ihr seid dann ständig aktuell, weil ich ja jede Menge Müll poste. Über, na gut, Müll. Über die ganzen Fortschritte, die ich gemacht habe. Über alles, was ich gerade mache. Über Minecraft-Projekte, wo ich gerade dran baue. Über vergangene Aufnahmen oder generell über jede mögliche News kriegt ihr da sofort Bescheid. Einfach mal liken. Schadet ja nicht. So. Jetzt wünsche ich mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Wie auch immer, das weiß ich natürlich nicht. Und bis dann.